Hallo und willkommen zurück. Wir haben den 19. Dezember, es ist kurz vor Weihnachten. Es ist kalt, es schneit und aus dem Grund ist auch die Angriffsstärke meiner Armee halbiert worden. Das heißt, ich werde meine Truppen versuchen jetzt zu verstärken, neu auszurichten und ein bisschen den Gegner zu kesseln und eine neue Frontlinie aufzubauen. Das heißt, er geht dort. Er bleibt dort stehen. Mit ihm. Ihm. Ziehe ich nach hier. Und er ist. Dann ziehe ich nach oben mit einer, ja, Versorgung von 0, die er gleich haben wird. Weil er hatte hier sonst nichts. Wird er höchstens hierhin. Kann er sich momentan überhaupt nicht bewegen. Da er, ja, hier überall Versorgungszonen sind oder. Aus dem Grund, er kann sich nicht hereinbewegen und das ist jetzt komplett umzingelt. Das heißt, ich könnte ihn sogar noch ein Stück weiter bewegen, da er weder nach hier oder irgendwo anders hinziehen könnte, um mir irgendwo Schaden auszuüben, aber trotzdem, ich bleibe dort stehen. Das heißt, ich habe hier eine kleine Front, ich kann nächste Runde, kann ich hier die Eisenbahnlinie ohne Probleme unterbrechen. Ich stehe hier eigentlich sehr gut, bin gut verschanzt und das bleibt. Das heißt, ihn würde ich jetzt noch einmal verschanzen. Das heißt, nach oben hin. Ihn werde ich auch verschanzen, aber nicht mehr so viel. Das heißt, ich werde ihm einfach eine Sache wegnehmen. Das heißt, jetzt habe ich hier einen schönen Schützengraben, der eigentlich gegen Russland eigentlich gut helfen sollte. Hier habe ich mal schlechte Karten, das heißt, ich werde erstmal hier nichts tun. So, das war eine sehr gute Aktion von ihm. Ich habe mir überlegt, diese Truppe hier von unten zu verlegen. Ich könnte natürlich auch, das ist er, erst diese Abteilung nehmen, verlegen. Die steht nämlich da eigentlich nur halbwegs sinnlos rum. Dann werde ich mit der Kavallerie hier hinfahren, reiten, ihn nach oben nehmen und ihm hier die Versorgung entziehen. So, er wird verstärkt auf Maximum. Und somit ist auch er komplett, ja, unterversorgt. Das heißt, er sollte eigentlich jetzt auch nichts mehr haben. Und er ist umzingelt von 3 Einheiten. Das heißt, ich könnte ihn mit ein bisschen Glück nächste Runde hier auch vernichten. Zur Not bekommt er Schaden. Das ist definitiv nichts Schlechtes. So. Er hat eine Versorgung von 4. Das ist natürlich sehr schlecht. Das heißt, wo könnte ich eine gute Versorgung haben? Mit dem Hauptquartier werde ich jetzt nach unten ziehen. Ja, der Winter. Das heißt, er zieht hier hin. Er zieht nach dort. Nach da. Schade. Da wollte ich noch schnell rein. So, was hat denn. Die Frage, wird die Versorgung hier besser? Ja, definitiv. Das heißt, ihn kann ich hier wieder verstärken auf mein Maximum. Und damit werden diese beiden Städte weiter ausgehungert. Die Versorgung ist relativ nur noch über diesen Weg. Das heißt, das Hauptquartier. Ein 0 zu 0. Werde ich mal versuchen. So, er ist verschanzt. Ja. Er hält hier.
Schaut es eigentlich mit der Verschanzung aus? Hat gar nichts. Das ist schlecht. So. Da kann ich. Er hat in die falsche Richtung. Er hat, er kann nicht, er könnte noch. Ah. So, das war's an dieser Front. Das U-Boot kann auch schießen, ein 0 zu 1. Würde ich natürlich noch nehmen. Versorgung von 4. Das heißt, es müsste bald in einen Hafen. Das heißt, er geht schon mal weg. Auch nach dort und er taucht dann mal da und ver. Vielleicht werde ich ihn sogar mal upgraden. So, jetzt habe ich noch 226 Geld für Forschung und für neue Truppen. Artilleriewaffen werde ich erforschen, schon mit 1. Ich überlege, ob ich noch einen zweiten Punkt hineinsetze, aber ich brauche Infanteriekriegsführung. Definitiv. Das heißt 1. Kommt 2 Punkte. Ist in Ordnung. Und mit dem Osmanen werde ich noch ein bisschen Produktionstechnologie forschen, um einfach meine Truppen etwas günstiger zu machen und damit auch weniger Moralkosten. So, ihn werde ich noch auf 10 verstärken. Und damit ist der Österreicher auch fertig. Dann ziehe ich nach hier, um einfach die Versorgung zu verbessern. Und das sieht auch ganz gut aus. So, er braucht eigentlich nur in diese Richtung eine Verschanzung. Er wird verschanzt in diese Richtung. Das ist richtig. Er braucht ein Zweier. Ja, kann in diese Richtung, diese Richtung, und damit habe ich hier auch einen guten Schützengraben, der einfach hoffentlich die nächste russische Invasion auch wieder weiter aufhalten wird. So, damit in meine osmanische Front, das heißt die Truppen. Ja, haben hier unten so gut wie gar keine Versorgung. Den kann ich noch verlegen. Was ich glaube auch tun werde. Sieht dann nächste Runde hier. Er geht nach. Ja. So, ich hoffe, ich kriege nächste Runde noch ein paar Truppen, weil mit den drei Hämpfling hier werde ich wahrscheinlich nichts Großes gewinnen können. Ihn werde ich auch verlegen. Für 7. Nach Gaza.
um einfach hier nochmal Jerusalem zu verteidigen und El-Razisch. So. Das war es. Schnell rasant und dann übergebe ich den Winterkrieg an meinen deutschen Kollegen und hoffe, dass er so weiter vorrückt wie ich momentan hier in Russland, um hier die Wege abzuschneiden. Weil ich stehe ja kurz davor. Mit ein bisschen Glück kann ich hier noch die Eisenbahnlinie unterbrechen bei Luck und dann sehen wir mal weiter. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.